Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, ohne Stream heute wieder, noch eine Aufnahme. Genau, ich hatte mir in der letzten Folge mein neues Schwert gemacht, beziehungsweise hatte ich das, war das die letzte? Ich glaube, es war die letzte Folge, mein neues Schwert. Ne, das war die vorletzte Folge. In der vorletzten Folge habe ich mein neues Schwert gemacht und in der letzten Folge habe ich mir meine schöne Armbrust hier gemacht und oh, ich habe ja meine Schuhe an, stimmt. Und bin auch ganz begeistert von den beiden Sachen. Und ich hatte das, ich muss auch zugeben, ich habe das heimlich mal ausprobiert. Und es ist noch viel besser, als ich gedacht habe. Aber was ich mal ganz schnell machen möchte, bevor ich anfange, irgendwas anderes zu tun. Ich will gerade noch mal ein bisschen Netherquarz auf das Schwert packen, damit die Schärfe steigt. Also der Tötungsfaktor des Schwertes. Und ja, weil ich gesehen habe, also es ist nämlich gar nicht mehr so viel vom Maximum entfernt und ich habe auch noch genug Netherquarz, deswegen packe ich mir einfach mal den ganzen ein, den ich hier habe. Und packe das da drauf und dann haben wir nämlich das schärfste Schwert auf dieser Welt. Also richtig noch nicht, das stimmt. So richtig noch nicht, weil warte mal. Ach, wie geil. Das habe ich gar nicht beabsichtigt, aber das ist ja mega geil. Ich weiß nicht, ob man das noch, ob ich das gezeigt habe in der letzten Folge, aber diese Bolzen für die Armbrust, die haben ja so eine Haltbarkeit und die Haltbarkeit ist quasi die Anzahl der Bolzen sozusagen. Also hier steht jetzt Ammo 21 von 21 und ich habe hier einen verschossen und jetzt habe ich aber wieder 21 von 21 und ich vermute, dass das daran liegt, dass ich Living Wood genommen habe, weil das ja ecological ist. Das heißt, das stellt sich über Zeit wieder her und das ist halt mega, ne? Das ist mega. Also das heißt, ich habe jetzt quasi unendlich Schuss, wenn ich nicht zu schnell in kurzer Zeit verschieße. Verstehst du, was ich meine? So, wir packen jetzt hier den Netherquarz auf das Schwert. Zack. Und das Schwert ist so scharf, wie es sein kann. Und jetzt hat es nämlich 21,78 Dingens. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Ich müsste aber noch Modifier frei haben, oder? Kann man das irgendwo sehen? Ich sehe es gerade nicht. Gut, das muss ich dann ausprobieren, wenn es soweit ist. So, jetzt will ich gerade mal kurz schauen, was habe ich denn alles noch so Zeug in der Tasche? Relativ viel. Wir können jetzt natürlich schlafen gehen, wenn es Nacht wird. Oder ich zeige euch einfach mal, wie die beiden Waffen abgehen. Das ist nämlich echt, also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ist. Wirklich. Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, ne? Das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen dürfen. So. Wo wir gerade hier rumwatscheln, würde ich doch mal gleich meinen. Jetzt will ich aber eine Sache nochmal gucken, wenn ich das jetzt hier hin habe und nicht aktiv im Dings habe, in der aktiven Leiste, ob das dann trotzdem sich auflädt oder ob das nur geht, wenn das quasi in der Hand ist, sozusagen. Das heißt, ich habe jetzt maximal 21 Pfeile. Eventuell. Ich sollte sowieso nicht mehr verbrauchen. Oh, ja, okay. So, dann wird es auch schon Abend. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal. Können ja vielleicht mal die Fackel in die andere Hand nehmen, damit es ein bisschen heller wird. Obwohl, ne, da sieht man noch weniger, weil das Schwert so leuchtet irgendwie. Gucken wir doch mal, ob wir hier ein paar Monstren finden. Dann können wir auch ein paar XP sammeln. Das ist doch wunderschön. Wird wahrscheinlich gleich als erstes ein Enderman auftauchen und mich einfach platt machen. Und dann werde ich so denken, scheiße. Guck mal, da hinten haben wir schon einen. Ich zeige als allererstes mal die Armbrust. Die Armbrust. Musste ich nämlich feststellen. Muss ich erstmal aufladen. Scheiße. Das ist natürlich der Nachteil bei dieser Armbrust. Das Schwert macht übrigens Creeper in einem Schlag platt. Und die Armbrust macht Creeper mit einem Schussblatt. Das ist halt so hammermäßig geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so stark sind, die Waffen. Ne? Das einzig Blöde ist halt wirklich bei der Armbrust, dass man das so lange aufladen muss.
Da werde ich nochmal gucken, was es für Materialien gibt, die das irgendwie ein bisschen beschleunigen. Beziehungsweise, ob man das mit. Ich glaube, mit Redstone kann man das auch beschleunigen, aber da braucht man eine Menge. Also, das habe ich schon mal tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Da muss man eine Menge draufhauen, bis das irgendwie einen Effekt hat. Und das würde ich mir eigentlich gern sparen. Beziehungsweise einfach schon mal Material nehmen, was schneller ist, dann kann man es ja noch schneller machen mit Redstone. Das war ja auch nur so ein Test mit der Armbrust, ne? Deswegen, aber das ist wirklich, also. Das ist so hammergeil. Das ist so hammergeil. Hallo Creeper. Oh, da hinten ist ein Enderman. Da kann ich echt mal gucken, ob ich das Endermans platt machen kann. Muss nur gucken, dass hier keiner kommt, während ich nachlade. Da hinten ist noch ein Zombie. Ich verstecke mich mal kurz hinter dem Baum. Den Zombie mache ich mal mit dem Schwert platt. Und den Enderman versuchen wir doch mal. Verdammt! Ich werde sterben. Ja, das passiert übrigens, wenn man einen Enderman mit dem Equipment versucht zu töten. Scheiße. Das liegt mein ganze Krempel liegt da rum, ne? Ich schlaf mal schnell. Okay, dann kennen wir auch schon mal die Grenzen des Equipments. Das ist ja auch nicht verkehrt. Das muss man ja auch wissen. Bei Endermännern muss man aufpassen. Ja, Endermänner ist immer schlimm. Habe ich immer Probleme mit gehabt. Au, schon wieder. Da ist noch einer. Ich hoffe, dass es. Da ist ein Creeper im Garten. Also ich habe das im Test. Ich habe so viele Creeper und so viele Skelette und so viele Zombies platt gemacht, ne? Und ausgerechnet, warte, ich brauche ein. Da hängt auch ein Skelett rum. Ich brauche erstmal eine Spitzhacke. Und jetzt kommt so ein scheiß Enderman. Und alles ist am Arsch. Mist. Haben wir hier noch eine Spitzhacke? Nee, aber ein Schwert. Was haben wir da für ein Buch? Ach, das ist mein Kompass. Spitzhacke. Das ärgert mich jetzt gerade ein ganz kleines bisschen, ehrlich gesagt. Ist fertig? Nee, ne? Der Enderman. Er macht aber einen auch platt. Warum hat er mich denn so schnell platt gemacht? Was? Ah, mein Kopf habe ich schon mal aufgenommen. Das finde ich sehr gut. Was ist das hier? Habe ich auch. Ach, so ein Mist. Ne, so ein Mist. So, warte mal. Nee, ich muss erstmal hier meine Dings wieder anziehen. Ich hoffe, ich habe alles wieder gekriegt. Es wäre echt nicht so gut, wenn ich jetzt irgendwas von meinem wertvollen Zeug verloren hätte. So, Baum machen wir da ganz. Gut. Ja, peinlich, 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 muss ich echt sagen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, habe ich noch was zu essen? Gebackene Kartoffeln, hauen wir uns mal gerade in den Kopf. Gut, dann, das packen wir wieder dahin. Den Bogen brauche ich ja eigentlich nicht. Wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert. Das habe ich gerade gedacht, ne? So, die Pfeile, die Bolts, die lasse ich mal hier drin. Das wollte ich ja nochmal testen, ob das sich dann trotzdem regeneriert. So, jetzt haben wir wieder alles einigermaßen. Ich gehe mal gerade heim.
Die Samen hier, weißt du was, komm, zack. Oh, nee, so nicht. Zack. So ein Dreck, so ein Dreck. So, jetzt sind alle Monster verschwunden. Sehr gut. Gott, ist das peinlich. Ich mache das in der nächsten Nacht nochmal mit dem Rausgehen und Monster töten und dann seht ihr mal wirklich, wie viel das, wie gut das Schwert ist, so, ne? Zeige ich euch dann. Das gilt jetzt nämlich gar nicht. So, das haben wir da. Dann haben wir hier nochmal die Spitzhacke. Die Spitzhacke. Spitzhacke behalte ich mal. Die Spitzhacke behalte ich auch mal. Da haben wir noch zwei Monster. Beef Jerky. Wir haben jetzt eine Kartoffel geerntet aus irgendeinem Grund. Wir haben auch zwei Gunpowder bekommen. Ein paar Monster haben wir ja platt gemacht. Ach so, das Schwert. Genau, das Schwert können wir da auch noch reinpacken. Den Bogen schmeiße ich ehrlich gesagt weg. Komm, den schmeißen wir oben in eine Mülltonne. Das hört sich gerade ein bisschen nach Stranger Things an, ne? Mülltonne, da. Bogen, ciao. Die eine Kartoffel können wir gerade in den Ofen hauen, wenn da noch Dings drin ist. Ja, ist noch drin. Die Kartoffeln können wir mal rausnehmen. Können wir gerade in den Rucksack schauen. Was haben wir denn jetzt hier noch so an? Brot haben wir noch ein bisschen, Karotten haben wir noch ein bisschen. Ich tue das mal alles in den Rucksack rein, bis auf die Kartoffeln, wobei die Kartoffeln haben wir ja gerade gegessen, dann lass uns da das Brot hin tun. Das müsste ja eigentlich wieder gehen. Genau, ansonsten haben wir wieder das ganze Werkzeug, haben wir wieder am Start, würde ich sagen. Das Schild noch ausrüsten. Genau, das Fleisch nochmal draußen hinhängen. Und dann können wir das machen, wozu ich eigentlich hergekommen bin. Versuche die Weltherrschaft an mich zu reißen. Nee, das mache ich ja samstags. So, Beef Jerky ist auch am Start. Monster Jerky meine ich. So, hier haben wir Schaufel, Dingens, Dingens. Dann haben wir mal so da alles. Arrow brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Okay, so. Was ich eigentlich machen wollte, bevor es furchtbar peinlich wurde, was ich eigentlich machen wollte, lass mich ganz kurz gucken. Wir haben jetzt 19 von 21 Pfeilen. Ich guck mal, ob sich das regeneriert, wenn ich das, wie gesagt, da in dem normalen Slot habe. Was ich eigentlich machen wollte, ich wollte nämlich jetzt mal auch schon so lange drüber gesprochen, so oft drüber gesprochen, einen Indexer bauen. Zumindest anfangen. Ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen in der Folge. Wahrscheinlich eher nicht. Dass wir hier auch mal ein bisschen Ordnung reinkriegen, beziehungsweise ein bisschen besser bauen können. Hier müssen wir auch noch mal ein bisschen ausbauen, ne? Das wollte ich auch irgendwie noch anders gestalten. Genau, und den Indexer, den werden wir übrigens auch hier an den Draw Control anschließen. Also das heißt, das wird nicht sofort wegfallen, das wird erstmal eine Weile so bleiben. Bis wir dessen überdrüssig sind. So. Jetzt fangen wir aber an. Also, was brauchen wir für einen Indexer? Für einen Indexer brauchen wir sogenannten Stoneburnt. Stoneburnt wiederum kriegen wir irgendwie mit den Chickens. Das interessiert mich aber nicht. Ich brauche einen Resonator, in den ich Polished Stone reinstecke. So, Polished Stone ist Stone einfach so, Vierer-Dings. Okay, also Stoneburnt braucht einen Resonator. Ein Resonator wiederum braucht 5 Eisen, 2 Redstone, einen Block von Kohle und einen Resonating Redstone Crystal. Das dürften wir eigentlich alles haben. Resonating Redstone Crystal haben wir sogar 7 Stück. Geil, das ist gut, das ist wirklich gut, weil die sind wertvoll. Viele Enderperlen haben wir 2, okay. Diamanten haben wir übrigens 16, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber gut zu wissen. So, 2 Redstone haben wir gesagt. 5 Eisen, da muss ich rüber.
Bevor ich aber rübergehe, einen Block von Kohle, habe ich gesagt. Also braucht man 9 Kohle. Ich meine, hier, 9. So, Kohle. Schwupp. Block von Kohle. Das heißt, um einen Resonator zu bauen, brauchen wir jetzt noch 5 Eisen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Dann können wir nämlich gerade rübergehen. Mit Endermänner muss ich echt nochmal üben, ne? Da muss ich mal echt. Ich habe aber auch. Ich. Mit Endermänner tatsächlich wenig Erfahrung so im Kampf. Weil, wenn ich mal kämpfe, dann meistens in Höhlen. Und da gibt es wenig Endermänner, weil die brauchen ja eine gewisse Höhe, damit die spawnen. Und außerdem bin ich eigentlich auch immer noch voll der Minecraft-Noob. Das muss man leider sagen. So, 5 Eisen. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dann haben wir den Indexer. Dann haben wir den Resonator. Zack. Genau, und der Resonator braucht Strom. Und zwar eine spezielle Art von Strom, die nennt sich GP Grid Power. Und die ist anders als der Strom, den wir jetzt schon erzeugen mit unserem Wasser, mit unserem Wasserrad und mit unserem Windrad. Und auch alles andere ist, glaube ich, anders. Also alles andere ist kompatibel, nur GP, also Grid Power, ist tatsächlich anders. Grid Power berechnet nämlich ein bisschen, das ist ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Das braucht nämlich, warte mal, ich platziere den Resonator jetzt erstmal irgendwo und zwar einfach mal da. Und zwar ist das nämlich benutzergebunden. Also das heißt, ja, das ist halt jetzt irgendwie, also ich baue jetzt gleich Solarpaneele und die sind dann irgendwie für mich. Also die erzeugen dann nur für mich Strom, aber der Strom ist quasi auch überall verfügbar. Also ich brauche jetzt keine Kabel verlegen oder so, sondern das ist wie gesagt benutzergebunden. Das heißt, wenn ich die dahin packe, dann gehören die mir und dann weiß Minecraft, okay, der Mobster, der hat jetzt so und so viel GP, 5 GP, sag ich mal, und die kann er halt überall benutzen. Also überall auf der ganzen Welt. Das ist ein bisschen, wirklich ein bisschen schräg. Und ich glaube auch die Art zu rechnen, wie viel man noch übrig hat, ist auch ein bisschen schräg. Da muss ich auch immer mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Solarpaneele bauen müssen. Solar. Genau, und das sind nämlich nicht diese. Das sind diese. Ich habe die falschen gebaut. Dazu brauche ich auch wieder Polished Stone, einen Resonating Redstone Crystal und 3 Lapis Lazuli. Ich würde mir gerne mindestens 9 bauen. Das heißt, mindestens dreimal dieses Rezept. Das heißt, 9 Lapis Lazuli. Und 3 Resonating Redstone Crystals. 3. Und 9 Lapis Lazuli. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel. Ah, da haben wir genug. Da haben wir genug. Das ist sehr gut. Und was habe ich gesagt? Genau, Polished Stone. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier. Wir brauchen dann 6, das heißt, wir brauchen mindestens 6, also das heißt, wir brauchen mindestens 8, weil man braucht ja 4, um die zu machen. Stone Bricks. Ach so, Stone Bricks muss ich dann nochmal. Genau, Stone Bricks. So macht man die, alles klar. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Schauen uns nochmal das Rezept an und machen mal so viel davon, wie wir können. Das sind nämlich 9 Stück. Und die platzieren wir jetzt oben auf dem Dach. Oh, es ist wieder Nacht. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich werde jetzt gleich wieder mit einem Enderman kämpfen und sterben. Guck mal, da hinten sind ganz viele Zombies. Da hinten sind ganz. Ah, es ist ein Baum. Ich dachte, das wäre ein Enderman. Ein Schlag und der Zombie ist tot. Ein Schlag und der Zombie ist tot. War hier nicht noch irgendwas anderes? Da versteckt sich noch ein Zombie. Es ist natürlich ein bisschen blöd. Ich hätte mein Geschütz aufladen sollen, ne? Einmal hat er mich getroffen, einmal habe ich ihn getroffen, nur er starb. Und ich nicht. Das hat mich gerade erschreckt. Was kam denn da angeflogen aus dem Gegner raus? So, ich lade das jetzt mal gleich wieder auf.
Was ist das? Was bist du? Ein Spirit. Und der hat mich irgendwie angegriffen. Habe ich mich angegriffen gefühlt. So. Da haben wir noch einen Zombie. Oh. Warum hat er jetzt nicht wieder irgendeine Rüstung an oder so? Guck mal, da unten steht nur ein Zombie mit einer... Warum brennt denn da jemand? Ach, der brennt gar nicht. Der hat irgendwie eine... Was ist das denn für eine Rüstung? Kriege ich da was von ab? Ich hoffe, ich kriege die Rüstung. Muss gleich mal gucken, ob ich die im Inventar habe. Nö. So, da steht wieder ein Skelett. Mit Dings. Mal gucken, ob wir das auch mit einem... Nee, schaffen wir nicht mit einem. Egal. Warum reagiert das denn nicht? Ja, endlich auch actiongeladene Musik, passend zum aktuellen Setting. So, wo war denn dieses Skelett jetzt? Hat es hier irgendwas gedroppt? Ja, es hat Dinge gedroppt. Es hat sogar seine Schuhe gedroppt. Hätte gereicht, wenn sie abgeputzt hätte. Oh mein Gott, den habe ich jetzt... Ja, egal. So, hallo Creepy. Hallo Creepy, na? Was? Ich war doch nicht mal... Okay, das war jetzt ein bisschen arrogant und, das passiert. Wenn man arrogant Minecraft spielt. Ich muss ja auf jeden Fall wieder aufrüsten dann. So, jetzt gucken wir mal, wo denn der Enderman ist, der uns umbringt. Da ist er nicht. Da vorne sind jetzt ein paar Zombies. Ah, eine Hexe! Okay, warte. Muss ich mal ganz kurz erstmal ein bisschen aufräumen hier. Dich und dich. Jetzt habe ich eine ganze Horde hier am Sack. Natürlich nicht so gut. Mit dem One-Hit für die Dings ist natürlich trotzdem Bombe, ne? Creeper. One-Hit für die Creeper. Da war ein Creeper hinter mir. Scheiße. Warum? Was ist das? Muss aufpassen, dass nichts von hinten kommt. So, ich lade das nochmal auf hier. Boah, die hat ja immer noch was. Ha! Ah, die sind ganz schön heftig, ne? Oh. Okay, zu viele Skelette auf einmal sind auch ziemlich fies. Muss das Ding aufladen. Na, das muss auf jeden Fall noch schneller gehen, ne? Das ist ein ganz schöner Showstopper mit dem ewig langen Laden. Da ist eine Spinne. Spinnen will ich eigentlich nichts tun. Da ist noch ein Creeper. Da ist noch ein Skelett. Da ist noch ein Creeper. Oha. Ich geh mal rein kurz. Das war mir jetzt zu viel. Außerdem wollen wir ja noch das Solar. Na toll, jetzt kann ich nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Ernsthaft? Weißt du was? Ist mir egal. Ich gehe jetzt trotzdem aufs Dach und bringe die Paneele an.
Dürfte eigentlich auch nichts spawnen oben. Aber auf jeden Fall habe ich jede Menge auch eingesammelt, ne? Gucken wir mal, ob dann wirklich nichts spawnt. Also eigentlich ist hier gut ausgeleuchtet. Okay, aber wenn es zu viele Monster werden, wird es trotzdem noch knapp. Aber trotzdem, ja, das ist trotzdem so eine bessere, viel bessere Ausrüstung, als ich vorher hatte, ne? Aha! Ah, warte mal, ich habe One-Hit. Das ist echt ein bisschen. Die können also auf dem Dach spawnen oder wahrscheinlich hier oben. Wahrscheinlich spawnen die hier oben. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie viele Pfeile habe ich denn noch? 14 von 21. Ich meine aber, ja, obwohl. Man braucht so lange zum Nachladen. Vielleicht habe ich tatsächlich nicht mehr verschossen. Egal. Wir beenden das Experiment. Ihr wisst, dass ich es habe und. Das ist. Also, ich finde es ziemlich cool. Ich packe die Grid Power Dinger mal hier hin. Im Moment wird allerdings noch nichts generiert, weil. Ja, es noch Nacht ist. Da hinten geht gerade die Sonne auf. Das macht aber nichts, weil wir müssen jetzt eh runterwandern. Haben sogar eine Hexe besiegt, ne? Fast ohne irgendwie, dass es kritisch wird. Das ist schon ziemlich geil. Also, das ist schon ziemlich geil. So. Jetzt packen wir unsere ganzen. Wo war der? Das war jetzt so nah. Jetzt schwören können, dass der. Vielleicht muss ich auch mal die. Ah! Tschüss. Also auf jeden Fall, mein Bogen repariert sich auch. Der Bogen hat nämlich auch eine, Entschuldigung, die Armbrust hat auch eine Haltbarkeit. Und die repariert sich auch, das hat man gerade gesehen. So, jetzt haben wir hier 0 von 9 Grid Power, genau. Das ist gut, aber warte mal, bevor ich jetzt hier anfange, machen wir noch gerade mal die Sachen hier weg. Das kann ich wieder mir. Das kann ich wieder reinhauen in den Magen. So, Sugarcanes und Sand behalte ich mal im Inventar, weil das muss ich ja wieder anpflanzen nachher. Damit ich daran denke, dass ich das anpflanzen muss noch. Gunpowder können wir auch hier reintun. Sorry. Ja, doch, so. So geht Minecraft. Golden Boots, ey. Die kann ich, glaube ich, einschmelzen, oder? Die kann ich, glaube ich, einschmelzen. Das kann ich mal ausprobieren. So, Salz kommt eigentlich nach oben. Und das war's. Genau, so. Jetzt machen wir mal weiter mit dem Indexer. Dafür brauchen wir Stoneburnt. Wie gesagt, 6 Stoneburnt und die mache ich, indem ich hier Polished Stone reinmache. Ich habe noch 2, das heißt, ich brauche noch 4. Dann gehen wir mal schnell hier hin. 1, 2, 3, 4. So. Und dann hauen wir das da rein. Und dann dauert es jetzt eine Weile. Man sieht, dass oben verbraucht er irgendwie Energie. Also er braucht, glaube ich, maximal 8. Deswegen steht da die 8, weil eigentlich habe ich ja 9. Und unter dem Kästchen, also unter dem Inventar, steht unten drunter nochmal Grid Power, so wie viel ich wirklich habe. Also jetzt 4 von 9. So, jetzt hat es gerade kurz an der Tür geklingelt, da musste ich gerade kurz rangehen, Entschuldigung. Ja, aber ich glaube, wir können jetzt auch für die Folge beenden. Also man sieht hier, die werden jetzt da durchgejagt. Beziehungsweise vielleicht können wir noch ganz kurz warten, ist ja fast fertig. Es geht ja relativ flott. Genau. Und ja, was ich also auch auf jeden Fall nochmal machen werde. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal angucken, wie das mit der Armbrust funktioniert. Dass ich da vielleicht nochmal ein bisschen was Besseres. Also man sieht's. Die ganzen normalen Monster, Creeper, Zombies, Skelette, sind alle One-Shot. Spinnen übrigens auch.
die ich hier gerade höre. Aber vielleicht kann ich dir ja nochmal ein bisschen pimpen, dass ich dann auch irgendwie Hexen und vielleicht sogar Endermänner irgendwie, ich weiß ja nicht, ich hab mit Endermännern wirklich nicht so viel Erfahrung, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie krass die sind. Ich weiß nur, dass ich immer sterbe, wenn ich gegen die kämpfe. So, das haben wir jetzt im Prinzip auch schon fertig. Wir brauchen hier noch zwei Resonating Redstone Crystals und einen Screen. Und für den Screen brauchen wir nochmal Stoneburnt und Ender Shards. Da würde ich sagen, hau ich gerade da nochmal ein paar. Wahrscheinlich werden wir noch mehr brauchen. Komm, ich mache gleich mal ein paar mehr. Wie viel? Ach, guck mal, wir haben auch noch 54 hiervon. Kann ich eigentlich auch. Ich mache 20. Ich mache mal 20. Die hau ich mal da durch. Und dann lasse ich die brutzeln bis zum nächsten Mal und ja, dann können wir in der nächsten Folge den Indexer bauen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!